Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3, wo wir das Folge hier im Norden ein bisschen erkundet haben, rund um den Sillen herum. Man hat die Rebellen gefunden, aber da war nicht viel zu tun. Und ich probiere mich jetzt auch mal an den Wagen. Aber ich kann und ich habe auch Skelette besiegt, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir die schon fertig kriegen. Der Wagen sind ja die schlimmeren Wölfe, ne? Verdammt viel Damage. Kommt da aber einer aus dem Unterholz, mach ich nichts gegen. Vor allem nur mit halbem Leben. Nein. Oh Mann, ich wäre doch aber weitergerannt. Na gut. Wir brauchen dringend eine neue Rüstung. Wir halten nichts aus. Es sieht immer so viel Zeug da wieder klar. Wir laufen immer noch mehr Schattenrüstung rum, wo wir schon drei Orten waren. Und schon einiges an Ruf gesammelt haben. Aber mein Plan ist jetzt halt wenigstens noch ein paar Rufpunkte hier in Sillen. Also lassen die Wachs jetzt mal Wachs sein. Noch ein paar Rufpunkte jetzt hier in Sillen zu bekommen. Einfach oben, mal oben gewesen zu sein beim Organführer, wisst ihr? Und das will ich noch schaffen, deshalb wir suchen jetzt nochmal den See hier ab wegen den einen Quests mit dem Werkzeug und die eine Quest mit dem. Abgebrochen. Der Lurken, da kriegen wir vielleicht auch noch Ruf. Bringen noch die Bären hin oder so. Und dann können wir auch erstmal die Sklaven sein lassen, die jetzt mal nicht weiter suchen, keine Ahnung, wo die sind. Dann werden wir sie schon finden. Uns dann erstmal um die nächste Stadt kümmern. Ja, Geld dann weiterlaufen müsste. Das ist wieder die Jagdhütte. Ja, sind wir wieder da, wo wir schon waren. Okay, wo geht's denn zu dem komischen See vor Silden in die Richtung? Krokodile, die wir schon gesehen haben. So, da kommt jetzt dieser See. Aber Blutfliegen. Schlammbedeckter Varan. Das ist wohl einer von den Werkzeugen. Rar mit Verstopfung. Bauernkleidung erhalten, narische Poren erhalten, Grünstein des Varans erhalten. Und den Hammer. Grünstein des Varans. Mit dem Jan kannst du dich in einen Varan verwandeln, lol. Aber so random in einem toten Varan. Mein lieber Freund, wir alle hier genießen schon seit Wochen deine Gesellschaft. Dein Hilfsbereitschaft ist vorbildlich. Aber Arrakos lässt sich in nächster Zeit besser in Ruhe.
Nach einigen Diskussionen mit allen Marktmitgliedern unserer Gemeinschaft habe ich beschlossen, dir eine Aufgabe zu übertragen. Leider wird das sehr lange dauern. Suche den Gegenstand des Varans. Finde den Varan, besiege ihn. Dann werden wir dich, Matt, der du aus dem Minental zu uns gestoßen bist, in unserer Gemeinschaft wieder willkommen heißen. Möchtest du ein Stück zurückkehren, Porgan. Bitte zieh deine von uns mühsam seine Tarnung besorgte Bauernkleidung nicht aus, um den See von Silena Schätze zu suchen. Da ist nichts. Arkos. Okay, Matt kam ja in Gothic 2 nicht vor. Jetzt haben sich hier Community Patch Team wahrscheinlich gedacht, was mit ihm passiert ist. Er ist dann bei den Ruinen aufgenommen worden. Nur um den Ruinenstand zwar ranzufinden, was er getan hat. Aber da wir die Bauernkleidung bei ihm auch gefunden haben, hat er gleichzeitig schon noch seinen Tod und wurde wohl gegessen, weil er nach Schätzen im See getaucht hat. Toll, ne? Kann man Gothic 3 übrigens nicht mehr tauchen, soweit ich weiß. Man kann zwar schwimmen, aber man kann nicht mehr unter Wasser gehen. Mal ganz kurz. Also das geht's, glaube ich, nicht. Ich habe es gerade ausprobiert. Soweit ich weiß. Haben sie unter Wasser hier komplett weggelassen. Leertaste drücken und so weiter bringt alles nichts. Also man kann auf jeden Fall nicht tauchen. Jetzt brauchen wir nur den Lurker, der seinen anderen Hand gegessen hat. Arkos hat diese Nachricht geschrieben. Scheint auch ein Druide zu sein, das heißt, wenn wir den irgendwann finden, zufälligerweise, und den gibt es wirklich im Spiel, dann können wir sagen, wir haben den Druidenstand. Was ist denn hier gelandet? Trainergeldern wird von dem. Okay. Es soll immer noch komische Lurker unten. Lurker mit Nahrung geben. Nahrung, genau, mit dem Werkzeug dann geben. Was habe ich denn? Schade. Von den cool Decksniper. Gibt extrem viel Wildnis, ey. Geht's quasi wieder nach Moterra. Trotz Lecken habe ich den Kill. Thank you.
Oder ist das andere Werkzeug? Da muss ich halt ja auch Questgegenstände zu sein. Da haben wir noch keinen gefunden, der uns das gesagt hat. Sehr gut. Rufen Sie plus 6. Passt. Abgebrochen. Abgebrochen. Nee, okay. Cool, wir müssen auch noch mit Krumpel reden. Ist mir gerade wieder so gekommen. Schon mal buddeln zu können. Sieh mal einer an. Ich finde es irgendwie blöd, dass er jetzt mal ein Schild hätte equipped. Gut, wer wollte von uns die Totenlage haben? Stehst nicht mal da, logischerweise, ne? Stan müssen wir noch ausgeben. Ich habe eure Fischfässer ausgeliefert. Innos sei Dank. Dann müssen wir das nicht mehr machen. Besten Dank, Fremder. Hier hast du ein wenig Gold für deine Arbeit. So, hab alles gefunden. Danke, mein Freund. Endlich kann ich wieder loslegen. Hier ist die versprochene Belohnung. Gib nicht alles auf einmal aus. Vielleicht kannst du mir noch etwas helfen. Um was geht's denn? Nun also, das ist so. Ich bin nicht so gut im Bootsbau. Deswegen lassen mich die Orks auch werkeln. Und? Soll ich dir jetzt erklären, wie man ein Boot baut? Nein, natürlich nicht. Aber wenn dir mal jemand über den Weg läuft, es soll dein Schaden nicht sein. Bring mir etwas, das mir hilft, bessere Boote zu bauen. Und ich schwöre dir bei meinem Urgroßvater, du wirst reich entlohnt. Reich? Gut. Irgendeine Idee, wo ich suchen soll? Wenn ich wüsste, wie und wo, wäre ich selbst schon losgezogen. Aber in Myrtana wirst du wohl schlechte Karten haben. Die Orks haben gründliche Arbeit geleistet. Ich würde es vielleicht mal weiter im Süden probieren. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Er wollte eigentlich diese Quest mit den Lurkern. Ich glaube, er hier, ne? Ja. Die seltsamen Lurker sind Geschichte. Sehr gut. Na dann heißt es jetzt wieder Wache schieben. Hier für die gute Nachricht. In Silden werden mehr Wachen benötigt. Dann gehe ich mal rüber. Sag Denpok Bescheid, dass ich ab jetzt in der Stadt bin. Klar? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Blöd, dass sie trotzdem nicht grün sind, obwohl wir jetzt Ruf haben. Schade. Weil wir halt schon das Sieb zufällen, klar. Bro,
Bontop bleibt ab jetzt in der Stadt. Gute Nachricht. Hier, dein Lohn. Jetzt ist er schon stauer auf misstrauisch, aber gut. Lässt du mich zu eurem Anführer? Du bist für uns kein Unbekannter mehr. Du darfst passieren. Aus Schaden wird man klug. Hi. Ich kenne dich. Ich bin dir bereits begegnet. Nicht, dass ich wüsste. In meinen Träumen. Du warst allein und hast gekämpft. Du hast gut gekämpft. Viele Feinde hast du getötet. Was weißt du noch über mich? Deine Zukunft ist unklar. Viele Entscheidungen liegen vor dir. Du bist anders als die anderen Morars. Du bist wichtig. Geht's noch genauer? Ruhe! Deine Geschichte ist noch nicht geschrieben. Deshalb kann ich sie auch nicht sehen. Wer ist hier der Boss? Der große Kriegsherr Umbrak. Weit reichen die Geschichten über seine Heldentaten. Wo finde ich diesen großen Kriegsherrn? Sein Thron steht im höchsten Gebäude dieser Stadt, Fremde. Was ist deine Aufgabe hier? Ich diene unserem Anführer mit meiner Weisheit und Weitsicht. Verstehe. Du bist sein Berater. Lehre mich dein Wissen. Ein Morar, der sich für das Wissen der Schamanen interessiert. Ich gebe zu, das hat einen gewissen Reiz. Gut. Ich werde dich unterrichten, wenn Umbrak, unser großer Feldherr, dich empfängt. Ich glaub dir kein Wort. Wenn Umbrak dich respektiert, werde ich es auch tun. Verstehe. Ich suche Xalas. Dann hast du eine weite Reise vor dir. Sein Turm steht in Nordmar, weit im Osten. Zeig mir deine Ware. Ja, bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Okay. Ich glaub dir kein Wort. Verschwinde! So, Bierschrein. Hier ist der Schmied. Ja gut. Viel ist ja nicht, außer jetzt noch so eine Gebäude, wo er drin ist. Hier Umbrak. So, wenn mein Ding stimmt, dann darf ich das jetzt mitnehmen. Gut. Das Gegenstand darf man also doch mitnehmen. Geht nicht als Diebstahl, das ist gut zu wissen. Das waren jetzt hier vier Müll und eins und hier Nummer drei, okay, ja. Halt! Du wirst. Also doch. Die Waffenbündel enden doch was im Counter. Man wird mir nicht sofort darauf angesprochen. Ja, kein Wunder. Ich habe woanders schon Waffenbündel mitgenommen. In Silden. Zum Beispiel neben dem Ork, wo ich auch den Ding aussehen geklaut habe, den Eintopf. Also zählen die doch. Eine Diebstahlkarte mit rein. Das erklärt auch, warum ich schon als Dieb gesucht werde, dann, weil ich eine Sache klaue. Gut, dass ich gespeichert habe. Okay, ja, nee, dann klauen wir halt nicht. Dann kann ich die Quest leider nicht so einfach machen. Mit anderen Waffenbündeln schon, aber nicht mit denen hier. Weil klauen darf ich hier nichts mehr in Sylden, sonst bin ich dran. Schade. Das habe ich echt gewusst, dass. Einmal ging's. Also, sie haben halt mich nicht angesprochen. Ich habe die Waffenbündel genommen. Die haben mich gesagt, hey, dreckiger Dieb. Aber es geht ja trotzdem in Diebstahl-Account. Er weiß nicht, ob das so sein soll, aber gut, ist jetzt egal. So, du bist also der Kerl, von dem hier alle reden. Du bist der große Kriegsherr, von dem hier alle reden. Was will ein Wicht wie du von einem Anführer der Ork-Armeen? Rede! Wie laufen die Geschäfte? Wer bist du, dass ich dich über meine Angelegenheiten unterrichte? Ich bin gekommen, um dir, großer Kriegsherr, zu dienen. Ist das so?
Dann beantworte mir nur eine Frage. Wann wird dein Volk endlich einsehen, dass es besiegt ist und den Widerstand aufgeben? Was kann ich tun, um sie zur Vernunft zu bringen? Ich wüsste da etwas. Das wäre genau das Richtige für jemanden deines Schlages. Vor dem Pass nach Nordmar gibt es ein Rebellenlager. Ich will den Kopf ihres Anführers. Ihr Ork seid hier in der Minderheit. Fürchtest du keinen Aufstand? Nein. Dazu haben die Morras viel zu viel Angst vor der Folter. Im letzten Krieg hatte ich Gelegenheit, meine Methoden zu verfeinern. Ich kann dir gerne zeigen, was ich meine. Ich hab schon verstanden. Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer: Leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Statt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Altes Wissen plus 5. Ich werde einfach abwarten. Ich hoffe, das erledigt sich von selbst. Dein Bruder Anok kann dir nicht helfen. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles alleine schaffen soll. Naja, trotzdem danke für deine Hilfe. Ich kenne Umbraks Geheimnis. Und? Was ist es? Ein mächtiges magisches Artefakt? Im Krieg war Umbrak ein besonders brutaler Feldherr. Alle meiden seinen Zorn, um nicht so wie seine Kriegsopfer zu enden. Aha, darum folgen sie ihm immer noch. Umbrak muss sterben, sonst werden wir niemals frei sein. Was ist mit dir? Traust du dir zu, Umbrak zu töten? Er ist ein Ork, kein Halbgott. Gut, dann werden wir dir folgen, Fremder, wenn du das Zeichen gibst. Ich habe die Waffen, die ihr braucht. Du bist ein guter Mann. Dich können wir hier gut brauchen. Gut. Ich habe Waffen für euch. Gut. Dann gib uns das Zeichen, wann wir losschlagen sollen. Stürze dich in die Schlacht mit den Orks und wir werden dir helfen. Gut, das hätten wir auch. Stan müssen wir noch reden. Gut, ist einfach töten ist alles christlich, was ich gleich machen will. Nur Fischer Stan, das bald beim Paket ergeben. Jetzt wüsste du, wo der wäre, ne? Stan. Okay. Ich habe hier ein Paket für dich. Waldbeeren von Bozep. Herrlich! Seit die Orks die Wachen verdoppelt haben, war ich nicht mehr bei ihm. Besten Dank dem Kurier. Hier, nimm. Alles klar, okay. Jetzt haben wir hier noch so ganz komische Quests halt. Ich glaube, wir können weiter nach Geldern. Nehmen Sie erst Paladins, okay. Gut, dann laufen wir nochmal Geldern weiter, hätte ich gesagt. Zu den haben wir ja den Teleportstein, also bedarf können wir wieder hierher. Und es kommt noch schlimmer. Geldern suchen wir natürlich auch gleich den richtigen Teleportstein. Kann sein, dass die hier sind, die können wir später noch machen, wenn wir eh die am Morden sind und so.
So. Das ist so ein lustiger Golem. Auf dem Weg nach Gelder. Also, er hat noch einen anderen Weg entdeckt, aber ich will hier den Weg frei machen. Voll slackt. Okay, die sind genauso garstig wie den ersten beiden Koffix. Ja, Geld an den Silben dran ist krass. Bin schon da. Mal gucken, ob hier irgendwo der Teleportstein ist. Würde hier perfekt hinpassen, aber aktuell... nicht danach aus. Mal an einen Stadttor gucken, es gibt schon ein Zottes. Oh, der Check ist ja nice. Der ist cool, ja. Hier irgendwo ein Teleportstein. Ich hätte den gleich gerne als erstes. Oh, geil, alles klar. Da liegt er. Jawohl. Sehr nice. Gut, Leute, wenn wir das jetzt haben, dann können wir uns derzeit näher teleportieren. Genau, das will ich ja. So ist gleich die große Frage. Gibt es in Geldern auch ein Rebellenlager in der Nähe? Wahrscheinlich, ne? Gibt es eigentlich immer. Nordwestlich könnte eins sein. Na, waren wir ja schon so ein bisschen. Nordwestlich könnte eins sein. Hier, halt hier unten. Ich glaube, vielleicht gibt es auch eins, was zu Tegel und Geldern gehört. Weil die Rebellenlager mal bisschen mehr so ein bisschen eingezeichnet ist, da ist ja Nemora. Okara. Die Rebellenlager sind immer so ein bisschen eingezeichnet. Seht ihr, hier ist das eingezeichnet, hier Redox auch eingezeichnet. Ich glaube, deswegen, das könnte hier eins sein. Aber gucken wir uns erstmal im Geld an. Mit dem extrem nassen Soundtrack. Was willst du, Mora? Wir quatschen mit allen, die Namen haben. Ihr kennt sie ja jetzt schon. Okay, der neue Ort. Du musst weiter. Schamane, okay. Mit dem gehen wir jetzt nicht gleich als erstes. Hier steht was über Alchemie. Verdammt nochmal! Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Wann kapiert ihr Idioten es endlich? Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. Feuermagier. Du bist ein Feuermagier. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldnerpack. Jetzt sag bloß noch, du gehörst auch zu dem Verein. Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja. In der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie in dem großen Kloster in Nordmar. Sie hoffen damit, den Paladinen ihre magischen Fähigkeiten wiederzugeben. Diese Kelche müssen gefunden werden. Das Kloster braucht jeden einzelnen davon. Hörst du?
4 haben wir schon. Oder 3? Weiß ich. Kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen, obwohl du jetzt nur noch kochst? Na schön, ich werd's versuchen. Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Mir sind die guten Manieren vergangen. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verdammt nochmal. Wo finde ich die Feuerkelche? Meine Studien der Geschichte von Geldern ergaben Aufschlüsse darüber. Demnach scheint es sicher, dass einer der Kelche in der Mine hier in Geldern zu finden ist. Ein weiterer, allerdings recht unsicherer Hinweis weist auf den Tempel von Geldern. Verstehe. Mit deiner Einstellung kommst du hier in der Stadt nicht weit. Was gibt es Schlimmeres, als hier Koch zu sein? Den Tod? Ich fürchte nicht den Tod. Ich werde kämpfen, wenn es soweit ist. Und es gibt hier viele in Geldern, die das so sehen wie ich. Glaube mir. Was muss ich tun, damit du die Menschen dazu bringst, gegen die Orks zu kämpfen? Ich muss wissen, ob die Schamanen einen der Feuerkelche in ihrem Tempel verbergen. Ich denke nicht, dass es so ist. Jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose Nächte. Rede mit Grog, dem obersten Schamanen, und vergewissere dich, dass sie keinen Feuerkelch haben. Erst dann werde ich dir helfen, die Menschen zur Revolte zu bewegen. Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss. Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Er hatte immer schon eine große Fresse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Geldern. Ja, das ganze Zauberkunstzeug, genau, Zauberzeug, sehr gut. Stelle mal lesen. Hier steht was über Alchemie. Nice. Am besten, du erledigst das selbst. Kann er hier. Leute, ich würde sagen, jetzt mal hier beenden und in der nächsten Folge schauen wir uns dann gerne um. Bis dahin, macht's gut, euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.